Hallo, heute koche ich mit euch eine leckere Bohnenpfanne. Bleibt dabei! So langsam wird es Nachmittag, später Nachmittag, Abend. Die Sonne verschwindet schon langsam hinter dem Gipfel. Ich habe ja heute Mittag nur das Stockbrot gegessen und jetzt habe ich richtig Hunger. Deswegen möchte ich heute mal so richtig ordentlich kochen, ganz nach Bushcraft-Manier. Ich habe auch frische Lebensmittel dabei. 2 Spitzpaprika, eine Zwiebel und dann eine ungarische Salami, die ich mir dann noch reinschneide. Und natürlich zu guter Letzt die Bohnen natürlich, die brauchen wir auch. Zum Anbraten an sich habe ich mir Olivenöl abgefüllt. Das sind so Weitheißflaschen, die man sich kaufen kann. Das sind irgendwie 60 Milliliter. Das langt mir auf jeden Fall für 2-3 Mal kochen. Und von heute Mittag habe ich mir auch noch vom restlichen Teig mein zweites Stockbrot gemacht. Wer das Video dazu anschauen möchte vom Stockbrot, dem verlinke ich das natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und kochen werde ich das Ganze in meiner Gusseisenpfanne. Das Schöne bei der ist, dass ich hier mit den zwei Muttern den Griff abmachen kann und ihn dann umklappen kann. Dadurch ist es sehr einfach und sehr handlich zum Transportieren. Ihr braucht euch nicht wundern, dass die hier ein bisschen ölig ausschaut, ein bisschen glänzt. Bei den Gusseisenpfannen, die braucht man nicht abspülen mit Spülmittel oder auch in die Spülmaschine nicht, weil durch dieses eingebrannte Öl ist die quasi antihaft beschichtet und deswegen soll man die auch gar nicht abspülen. Ich habe mir schon Feuerholz geholt. Ich werde jetzt dann nachher die Bushbox anschmeißen. Und was ich jetzt aber als erstes noch brauche, ist eine Unterlage, auf der ich was schneiden kann. Jetzt wollte ich eigentlich mir gerade einen dicken Ast holen und den spalten für ein Schneidbrettchen. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass hier natürlich in der Eifel ganz viele Schiefergesteine sind. Ich glaube, Schiefer ist es. Die sind natürlich pfeilgerade. Ja, nehmen wir doch einfach die als Brettchen. Ich muss einfach nur ein bisschen Obacht geben beim Schneiden, dass ich nicht mit dem Messer unten hinkomme. Aber ich glaube, das probieren wir mal. Ich hatte ja heute das Glück, dass ich einen Kienspanfund hatte. Ich habe auch das Video davon heute gedreht und das verlinke ich euch natürlich auch dann in die Videobeschreibung bzw. am Ende des Films. Und mit dem habe ich vorhin schon das Feuer gestartet und das ist echt ideal. Ich kann das hier einfach scheibchenweise runternehmen. Man kann schon fast durchgucken, so harzhaltig ist das Ganze. Und das nehme ich jetzt dann auch zum Feuer starten. Das mit den getrockneten Fichtenzweigen ist immer super. Die brennen so schnell an, die finde ich immer an den unteren Bereichen von einer Fichte, also die abgestorbenen trockenen Äste, und helfen mir natürlich dann dementsprechend erstmal eine Glut zu entwickeln, so dass ich dann jetzt im Laufe der Zeit eben größere Stücke nachlegen kann. Ich habe hier mir eine Mülltüte mitgenommen, damit ich den Müll auch wieder mit nach Hause nehmen kann. Gut, dann lege ich schon mal ein bisschen nach, dass der anbleibt. So, und jetzt wird es Zeit, dass wir uns was zum Essen machen. Also, einmal eine Zwiebel. Ich bin eher so der Freund von groben Zwiebeln, aber kommt schon mal ein bisschen Öl in die Pfanne. Ja, das Öl ist schon heiß. Dann bereite ich mir schon mal die Salami vor. Nachlegen nicht vergessen.
Als nächstes kommt dann die Salami. Die lasse ich jetzt ein bisschen anbraten. Und in der Zwischenzeit schneide ich die Paprika. Also mit dem Stein, das war doch keine gute Idee. Ich muss immer gucken, dass ich rechtzeitig das Schneiden aufhöre, aber trotzdem natürlich die Sachen komplett durchgeschnitten bekomme. Ein bisschen ungünstig. Also das nächste Mal wieder auf die althergebrachte Art. Aus Holz. Es ist einfach so, dass ich das hier reinschneide. Das fühlt mich leichter. Ja, schwupps. Einmal lege ich noch nach. Schade, dass ihr das nicht riechen könnt, weil es duftet echt lecker. Und zu guter Letzt die Bohnen. Guten Appetit, sage ich da nur. Ich hoffe, mein Video über die Bohnenpfanne hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, würde ich mich freuen. Und schreibt mir auch in die Kommentare, was ihr so draußen normalerweise esst, wenn ihr unterwegs seid. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ansonsten wünsche ich euch viele tolle Abenteuer draußen in der Natur und wir sehen uns beim nächsten Mal. So, jetzt muss ich aber essen, sonst ist alles kalt.